Kennt ihr das? Ihr lauft so durch den Wald und genießt die Stille und die Vögel zwitschern in der Abendsonne. Und zum perfekten Glück fehlt eigentlich der Kaffee. Und ihr habt nichts dabei und denkt euch, oh Mensch, das wäre doch ein schöner Moment. Und deswegen habe ich mir gedacht, beim heutigen Video machen wir es ein bisschen anders. Ein kleines Do-it-yourself-Kaffee im Wald machen. Und die einzige Vorgabe war, ich muss mit dem Equipment irgendwie noch wandern können. Es darf nicht zu schwer sein und es muss in meine Weste passen. Und ich habe alles dabei. Also lasst uns jetzt einen Kaffee brühen im Wald. Also dann brauchen wir erst einmal eine Arbeitsoberfläche. Eine Brewbar haben wir nicht. Also brauchen wir irgendwas, was so in die Richtung geht. Und natürlich immer muss ich bewusst in der Natur bewegen. Jetzt werde ich nicht versuchen, nichts kaputt zu machen. Also schlagt keinen Baum um. Der ist hier schon gefällt worden. Und das ist eigentlich eine ganz gute Oberfläche, um Kaffee zu brühen. Also was brauche ich? Kommt immer näher. Was brauchen wir? Also zum Kaffeebrühen. Muss ich mal gucken, was ich überhaupt dabei habe. Also, ich habe einen Becher, eine Mühle, aber nur die Hälfte davon, weil den unteren Teil brauche ich nicht. Und es ist schon die Menge an Kaffee drin, weil ich habe jetzt wirklich keine Lust, eine Waage mitzuschleppen. Also ich kann mir einmal 300 Milliliter Wasser machen. Okay, eine Mühle habe ich. Dann brauche ich irgendwas zum Wasser heiß machen, einen Pitcher. Eine Aeropress, klar, die kann man immer mitnehmen, noch für die Mühle was. In der Aeropress sind zwei Papierfilter, einfach nur, falls ich eine Runde verkacke. So. Gut. Und den kleinsten Gasbrenner, den ich gefunden habe. Fehlt noch was. Leute, was fehlt? Wasser. Habe ich natürlich auch dabei. Und ich habe das Wasser schlauerweise in eine Thermoskanne gemacht und die Thermoskanne vorgeheizt. So, jetzt fragt ihr euch bestimmt, was macht der Paul da? Er hat 18 Gramm Kaffee, er kann 300 Milliliter brühen, aber in die Aeropress passen gar nicht 300 Milliliter. Deswegen machen wir heute ein leicht abgewandeltes Rezept. So, also als erstes Mal baue ich die Mühle zusammen, baue die Aeropress zusammen, und zwar mache ich erstmal den Papierfilter drauf. Ich werde nicht wie bei meinem ursprünglichen Aeropress-Rezept eine Upside-Down-Methode machen, sondern ich werde die Aeropress gleich auf den Server setzen. Aber erstmal parke ich sie hier auf meinem Becher. Dann habe ich hier das heiße Wasser. Und das Erste, was ich mache, ich mahle jetzt erstmal den Kaffee direkt in die Aeropress. Wunderbar. Manchmal muss man auch Kompromisse machen. Also ich werde jetzt nicht den Papierfilter rinsen, weil dann muss ich ja irgendwo heißes Wasser hinschütten. Das möchte ich jetzt hier auch nicht in die Natur, das tut den Pflanzen nicht gut. Man kann nicht alles haben. Ich hätte doch die Kommandante mitnehmen sollen, das dauert mir hier zu lange. Aber es war halt die leichteste Mühle, die ich irgendwie gefunden habe. Und ich wollte ja nicht viel mitschleppen. Die Kommandante war mir ein bisschen zu schwer. Ich möchte ja auch wandern gehen. Also dieser Waldduft kombiniert mit dem Duft von frisch gemahlenem Kaffee, also wenn das keine Harmonie ist, dann weiß ich das auch nicht. Dann habe ich hier meinen Kaffee, den parke ich mal. So, dann brauche ich mein Wasser. Das sind genau 300 Milliliter. Und dann hoffen wir mal, dass der Wind hier nicht so sehr weht. Ich passe natürlich total auf, dass die Flamme jetzt nicht ans Holz kommt oder so. Ich möchte jetzt keinen Waldbrand verursachen. Bin ich schon sehr vorsichtig, keine Sorge. Deswegen auch in einem Wald kein offenes Feuer machen, gerade nicht, wenn es so trocken ist wie gerade, ist keine gute Idee. Ist zwar ein schönes Feeling, über dem Feuer Wasser zu kochen, aber so ein kleiner Gasbrenner ist viel effizienter und man hat das Problem mit der Waldbrandgefahr nicht.
perfekt. Und jetzt kippe ich das Wasser, schaue ich auf den festen Stand, schon mal auf die Aeropress. Und gebe ihr einen guten Twist. Oh, ich kann sogar mehr damit machen. Das ist ja der Knaller. Upside down geht auf jeden Fall mehr als inverted. Und jetzt drücke ich die Aeropress vorsichtig von oben drauf. Ich lasse das Ganze jetzt einen Moment ziehen. Das ist, dadurch, dass es ein bisschen wie eine French Press ist, habe ich auch ein bisschen, sag mal, Flexibilität. Man kann ihm ruhig ein paar Minuten geben. Ich warte jetzt insgesamt tatsächlich 4 Minuten. Ja, wie für eine French Press. French Press würde ich vielleicht 5 Minuten brühen, ja. Aber dem gebe ich jetzt mal 4 Minuten und danach drücke ich es durch und dann mal schauen, wie er schmeckt. Also ganz oldschool. Finde ich schon schön. Ist halt doch was anderes, ob man jetzt hinter der Bar oder zu Hause in der Küche oder einfach mitten im Wald, hier im Mainzer Gonzenheimer Sand, Kaffee brüht, ist irgendwie schon nochmal einfach nicer, muss ich schon sagen. Cut. Und 4 Minuten sind vorbei und jetzt drücke ich die Aeropress, also gebe der Aeropress nochmal so einen kleinen Schwenker und drücke sie einfach durch. Gentle, nie zu stark. Und wir machen einen Brühkaffee, also wir müssen uns jetzt nicht mit unserem ganzen Körpergewicht da drauf stellen oder einen Babyelefanten drauf oder mit Nitrogen da arbeiten, wie Mike das macht, sondern einfach ganz normal runterdrücken. Ich vermische dann das, was am Anfang aus der Aeropress gelaufen ist, nochmal mit dem ursprünglichen Kaffee. Und ja, dann mal schauen, ob das schmeckt und ob das anders schmeckt als zu Hause. Das ist schon ein bisschen ein schlichteres Rezept. Jetzt ist perfekt. Natur, frischer Kaffee und die Abendsonne genießen. Besser kann es für mich gerade nicht sein. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Stellt gerne mal Fragen in den Kommentaren, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt. Oder teilt eure Natur-Kaffee-Experience. Und genau, habt eine gute Zeit. Nächste Woche nicht aus dem Wald, aber wieder um 15.30 Uhr am Sonntag. Macht's gut. Haut rein. Und Leute, pst, lasst nichts im Wald liegen, was da nicht hingehört, ne?